Hallo und herzlich willkommen zu den Inside Grand Prix News. Auch heute wieder mit aktuellen Meldungen aus der Formel 1 Boxengasse. Los geht's! Fernando Alonso gewinnt in Singapur eindrucksvoll und untermauert seine Ambitionen, Weltmeister zu werden. Mit seinem 25. Grand Prix-Sieg schiebt sich der Ferrari-Pilot auf Rang 2 in der Gesamtwertung und zieht in der ewigen Formel 1 Grand Prix-Gewinnerliste gleich mit Jim Clark und Niki Lauda. Platz 6. Vettel wird in Singapur Zweiter und sein Teamkollege Webber Dritter. Und so bleibt es dabei, Red Bull fährt ohne Teamorder. Wir haben zwei Fahrer, die von den Punkten her sehr nahe beieinander sind und strategische Vorzüge, oder wie man es auch nennen mag, werden bei beiden Fahrern angewendet. Wir werden so lange so weitermachen, bis es aus rechnerischer Sicht her nicht mehr möglich ist, dass beide um die Weltmeisterschaft kämpfen. Als Glückspilz ist Mark Webber zu bezeichnen. Hätte sein Reifen nach einem Rennunfall mit Lewis Hamilton 5 mm mehr verloren, wäre er kaputt gewesen. So kann der Australier weiterfahren. Hamilton ist jedoch raus. Enttäuschung. Wenn das Auto Fehler hat, ist es normalerweise viel leichter für einen. Wenn du die Fehler selbst machst, ist es stressiger für dich, weil man sich selbst mehr unter Druck setzt. Auch Teamkollege Jenson Button macht mit Platz 4 in Singapur keinen Boden gut im Kampf um die Spitze und dennoch Hoffnung im McLaren-Lager. Für das nächste Rennen in Japan sind einige Updates am Auto geplant und kein Team hat je mehr Punkte in Suzuka eingefahren als die Briten. Insgesamt 150 Punkte. Back to the Roots. Aus Lotus Racing wird ab 2011 Team Lotus. Der malaysische Rennstall hat jetzt die Rechte an diesem historischen Namen erworben. Der ehemals britische Rennstall nahm an 491 Rennen teil. Die Erfolgsbilanz? 6 Fahrer sowie 7 Konstrukteursweltmeisterschaften. Als Team Lotus will Lotus Racing zukünftig mit alten Namen neue Erfolge einfahren. Nur hoffentlich nicht ganz so feurig wie in Singapur. Kurz vor Schluss löscht Heikki Kovalainen seinen Lotus auf der Zielgeraden selbst. Der Kommentar seiner Frau Catherine: Ich bin offenbar mit einem Feuerwehrmann verheiratet. Bangen um Südkorea. Bereits zum zweiten Mal ist die Abnahme der neuen Rennstrecke in Südkorea verschoben worden. Diesmal auf den 11. Oktober. Somit wird erst 13 Tage vor dem Premiere-Rennen Klarheit herrschen, ob der Grand Prix überhaupt stattfinden kann. Im Fall einer Absage gibt es kein Ersatzrennen. Punkte im Kampf um die WM würden fehlen. Der Kommentar von Bernie Ecclestone: Wir hoffen, dass wir Glück haben und er stattfinden wird. Wenn der Boss schon von Glück spricht, sind Zweifel berechtigt. Engere Zusammenarbeit. Die deutsche Versicherungsgesellschaft Allianz erweitert ihr Formel-1-Engagement. Als erstes Unternehmen überhaupt ist es mit einem Schriftzug auf dem Safety Car und auf dem Medical Car zu sehen. Formel-1-Boss Bernie Ecclestone und Allianz-Markenchef Christian Deuringer haben das neue Modell in Singapur vorgestellt. Gemeinsam will man sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr einsetzen. Jubelnder US-Nachwuchs. Der Sieg beim internationalen Finale des Formel 1 in der Schule-Wettbewerbs geht dieses Jahr an eine Schule in den USA. 25 Teams aus der ganzen Welt waren zum Finale in Singapur angereist. Platz 2 ging an Australien, Platz 3 an Deutschland. Beim Formel 1 in der Schule-Wettbewerb entwerfen Schüler ein Rennauto am Computer, fertigen dieses und schicken es auf einer 20 Meter langen Strecke ins Rennen. Entscheidend sind verschiedene Kriterien, wie unter anderem Teamleistung, Fahrzeuggeschwindigkeit oder Businessplan. Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist voller Bewunderung für das Projekt. Nun, das ist doch total super für die Kids. Es ist wirklich toll. Es weckt ihr Interesse für die Formel 1 und mittlerweile fragen sich auch viele Erwachsene, worum geht's denn da eigentlich? Und ganz wichtig ist der Gedanke der Regierung, etwas in den Schulen zu unternehmen. Das ist ziemlich beeindruckend. Diese jungen Leute werden es zu etwas bringen, ganz sicher. Soweit unsere Inside Grand Prix News für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kira.